Hallo Pferdefreunde, heute möchte ich euch mal wieder einen baumlosen Sattel vorstellen. Und zwar habe ich dieses Mal ein Reitkissen mitgebracht, das ist von Labona. Dieser Hersteller war mir bis jetzt gar nicht bekannt, aber man lernt ja nie aus. Shannon hat das schon mal angezogen. Das hier ist das Labona Vaquera in der Größe Pony. Wie man sieht, sitzt man hier schön im Schwerpunkt. Es gibt den auch in Größe Warmblut, der ist dann nochmal 5 cm länger, aber ich habe ja nicht so einen breiten Popo. Der hat eine hohe Widerrissfreiheit, ist also insofern auch geeignet für Pferde, die einen gut ausgeprägten Widerriss haben und hat einen ausreichenden Schwung, um der Rückenlinie des Pferdes gut zu folgen. Der wiegt quasi nichts, so ungefähr 1,5 Kilo. Und es ist wirklich super Sparmodell hier. Ne? Also obendrauf ist es ein Lederfasergemisch, also keine Haut direkt von der Kuh, sondern ein gepresstes Leder. Der ist in der Oberfläche schön griffig und man kann das relativ einfach sauber machen, indem man es feucht abwischt. Unten drunter ist der Sattel aus Filz. Wie man sieht, der ist neu. Er ist normalerweise nicht dazu gedacht, mit einer Sattelunterlage geritten zu werden. Das Filz hat eine gute griffige Oberfläche und bleibt gut auf dem Pferd haften. Zudem nimmt es die Feuchtigkeit des Pferderückens auf und passt sich dann der Form des Pferdes noch ein bisschen an. Diese Kissen, die hier drin sind, ihr seht, da ist so eine Füllung, bananenförmig im Großen und Ganzen. Die ist mit Wolle gefüllt. Durch die Feuchtigkeit des Pferdes von unten und die Wärme des Reiterpopos von oben passt sich dieses Polster irgendwann sowohl von dem Pferderücken als auch dem Reiterhintern an und soll dann ultra bequem sein. Hier vorne ist so eine Art Pausche, wobei ich sagen muss, dass man da mit dem Bein nur rankommt, wenn man wirklich gut gepolsterte Oberschenkel hat. Und hier hinten wird es ein bisschen breiter, da soll dann das Gewicht von den Sitzbeinhöckern ein bisschen aufgefangen werden. Hier das Mittelteil ist extra schmal gehalten, damit das Bein auch bei breiten Pferden gut anliegt. Das erste Sitzgefühl war ja überraschend schmal, wobei auch bei breiten Pferden der Reiter hier tendenziell im Stuhlsitz sitzt, weil das Pferd halt einfach kugelig geformt ist, da hilft alles nichts dran. Zudem hat man, oder zumindest habe ich das Problem, dass ich hier hinten mit dem Po nach vorne kippe. Viele finden das sehr angenehm, weil sie dann einen aufrechten Dressursitz haben. Bei mir kippt gleich der ganze Oberkörper nach vorne. Das führte dazu, dass das Pferd auch meine Hilfen gar nicht so richtig gut annehmen mochte heute. Das war ein bisschen schwierig. Man sagt, man soll diesen Sattel längere Zeit reiten, damit er bequem wird. Ich persönlich bin tapfer mit dem Sattel losgeritten und dann trotzdem nach ungefähr 40 Minuten abgestiegen, weil ich gestehen muss, so weh hat mir der Hintern lange schon nicht mehr getan. Also für meinen nicht gut gepolsterten Popo ist dieser Sattel tatsächlich nicht wirklich bequem. Die Gurtung hier, das sind relativ dünne, weiche Lederriemen, die hier am Sattel unten vernäht sind. Das heißt, es geht kein Band über den Widerriss drüber, auch nicht innen. Das führt dazu, dass von der hinteren Strupfe ungefähr der Zug auf diese Höhe kommt und von der vorderen Strupfe auf diese Höhe. Plus, was bei sehr runden Pferden passiert ist, dass hier unten der Sattel einen relativ großen Druck auf die Rippen ausübt. Ob das dem Pferd jetzt unangenehm ist oder nicht, muss man ausprobieren. Ob man den Druck oben haben möchte oder unten, muss ich persönlich sagen, solange der Sattel passt und nicht auf die Wirbelsäule aufliegt, ist es eigentlich meiner Meinung nach egal. Dieses Modell gibt es auch noch als Dressursattel, der wiegt ähnlich wenig, hat ein bisschen runder geschnittenes Blatt und eine Velour-Oberfläche, die ist ein bisschen griffiger, da kann man dann als Dressurreiter noch ein bisschen drauf sitzen. Natürlich ist dieser Sattel für ein Turnier absolut überhaupt nicht geeignet. Zum Geländereiten würde ich sagen, ja. Wenn man dann gut drauf sitzen kann, also ich habe es mit dem Traben versucht, das meins ist es nicht. Die Verarbeitung ist sehr sauber, also die Nähte sind sauber, das Material ist gut und hochwertig. Auch der Filz, es ist ein hochwertiger Nadelfilz. Es gibt hier so kleine Riemchen für den Fall, dass man mal irgendwie ein Gepäck festmachen möchte, aber halt keine Ösen. Steigbügelaufhängung gibt es nicht, weil
baumlose Sättel, wie ich ja nicht müde werde zu erwähnen, fürs Reiten mit Steigbügeln auch eigentlich nicht gemacht sind. Der Mautpreis dieses Sattels liegt bei um 450 Euro. Das ist jetzt kein Schnäppchen. Das ist aber für die Qualität durchaus angemessen. Und es ist auf jeden Fall einen Versuch wert, gerade wenn man ein Pferd hat mit einem ausgeprägten Widerriss und einer gut vorstehenden Wirbelsäule, wäre dieser Sattel vielleicht eine Alternative zu den üblichen Reitpads. Dadurch, dass er hier in der Mitte diesen Kanal hat, versuche mal, ob man es sehen kann, bleiben halt oben die Spitzen der Wirbelsäule bleiben immer von Druck frei, also da liegt halt einfach überhaupt nichts drauf. Und das ist gerade für Pferde, die eine empfindliche Wirbelsäule haben, die relativ weit hoch steht, sehr angenehm zu tragen. Wie lange diese Aufhängung hier unten bei den Gurtriemen hält, muss man probieren. Also es wird gesagt, man muss diesen Sattel nicht so fest angurten, weil die Sattelunterseite sehr rutschhemmend ist. Liebe Reiter, bitte gurtet eure Sättel trotzdem definitiv immer mindestens so fest an, dass sie nicht runterrutschen, wenn das Pferd einen Hopser zur Seite macht. Sonst hängt ihr nämlich mit dem ganzen Konstrukt unter dem Bauch. Wer möchte, kann diesen Sattel probieren. Ich finde, es ist eine gute, wenn auch sehr minimalistische Alternative und für ein Reitpad auch sehr durchdacht. Er hat einen wirklich guten Sitz am Bein. Ob man darauf jetzt selber gut sitzen kann oder nicht, muss halt jeder für sich ausprobieren. Ich denke mal, bei Personen, die eine etwas mehr gepolsterten Popo haben, also alle, die über 50 Kilo wiegen und Abkleidergröße 38, sollte es kein Problem sein und wahrscheinlich ist es dann auch ein sehr bequemer Sattel. Habt ihr auch einen Wunsch über ein Modell, das ihr gerne einmal sehen wolltet? Lasst es mich gerne wissen. Ich tue mein Bestes, um es dann zu verwirklichen. Wenn ihr euch für andere baumlose Sättel interessiert, schaut gerne meine anderen Videos an. Da ist auch ein bisschen was erklärt zur Pferdeschulter und zum Bewegungsablauf allgemein. Ich würde mich freuen, euch bald wieder begrüßen zu können. Bis dann!